herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe eben schon eins aufgenommen, leider bin ich dann in die falsche Welt gegangen, weil ich will euch noch nicht das Megaprojekt verraten. Und heute will ich euch zeigen, wie man Optifine, ja, hier seht ihr es, der Beweis, Single Player Commons, hier seht ihr es, der Beweis, kein Deck, aber nur ein Single Player Commons. Und, noch ein Beweis dann für Too Many Items, das geht ganz leicht. Hier. So. Zunächst schließe ich jetzt mal Minecraft. Naja, Minecraft schließen. So, dann geben wir im Internet ein. Also ihr müsst es irgendwo downloaden. Too Many Items. Ihr könnt es euch downloaden, wo ihr wollt. Und ja, ich download immer mal Minecraft Mods oder minecraftforum.net oder wo ihr halt lustig seid oder bei Minecraft Modding, das ist auch mal eine gute Seite, die habe ich vorhin gehabt. Too Many Items Modding Modding gebe ich jetzt mal ein, Modding Minecraft Modding. Hier sollte einfach nicht diese Version auswählen, sondern einfach kein Forge. Also ihr wollt es ohne Forge installieren, deshalb hier kein Forge auswählen und dann einfach draufklicken. Jetzt aufpassen, too many items, zip. Boah, wo sollte man? Ich würde hier, oder? Nee, hier. Hier, downloaden und dann kommt ihr auf eine Adflatter-Seite. Ja. Zunächst geben wir dann ein Optifine. Optifine. 162, da war ich schon öfters. Minecraft Modding. Auch wieder hier. Download 162. Ich weiß gar nicht, ob Optifine mit Forge kompatibel ist. Und hier dann einfach downloaden. Das geht einfacher. So, jetzt nochmal das nächste. Denn wir wollen ja auch noch SPC und ja. Ah, das geile Singleplayer Commons Minecraft. Und hier kommt ihr dann auf die offizielle Seite. Und hier klickt ihr dann unten. Ganz runterscrollen, Download Here von Minecraft 1.6. Adfly und so weiter. Ja. Also diese Seite verlassen. Ich habe es jetzt schon gedownloadet. Dann entpackt ihr. Du weißt, ich zeige es auch noch schnell, wie es geht. Wer es nicht weiß, ihr braucht 7-Zip oder WinRAR. Ich werde es verlinken. Und hier habt ihr jetzt so eine JAR-Datei. Ich nehme jetzt irgendeine und die geht dann einfach auf Dateien entpacken und dann steht hier so ein Ordner, den zieht ihr auf dem Desktop. Gut, ich habe jetzt Optifine hier, Too Many Items hier und Singleplayer Commons hier. Jetzt muss ich dir irgendwo einwählen. Jetzt mache ich Windows-Taste R, AppData%AppData und jetzt bin ich im Minecraft-Ordner und dann gehe ich in den Versions-Ordner und kopiere mir jetzt die 162, da werden halt, oder die 162MC-Patcher, die will ich nicht haben, löschen. Ja, ich will keine Verknüpfung. So, hier einfach dann kopieren und hier dann einfach einfügen. So, die nehmen wir jetzt an anders. Die nehmen wir jetzt TMI. Ja gut, plus T plus SPC plus, was denn, sehen wir noch Optifine. Da gibt es keine Abkürzung irgendwie. Den markiere ich mir jetzt mal, mache Ctrl-C, könnt ihr natürlich auch machen. Dann gehen wir hier rein, hier auch umbenennen, Ctrl-V und hier dann, also ich klicke jetzt einfach mal hier so rein, Ctrl-V auch hier. Ich erkläre es jetzt halt nur für Windows und für die 162. Mac gibt es woanders, da müsst ihr einfach dann Mac eingeben, glaube ich. Also für Mac habe ich auch schon welche gesehen, seit Tutorials, aber ich weiß nicht, ob das alles zusammen, wenn ihr ohne Forge geht. Da habe ich, glaube ich, noch kein Tutorial gesehen.
Also Ctrl V. Und hier habe ich es jetzt auch drin. Und dann geht ihr auf Speichern. Ich habe es einfach mit Editor gemacht. Ihr könnt natürlich auch Notepad++ nehmen. Das werde ich auch verlinken. Und ja. Hier jetzt die Jar. Die öffnen die jetzt mit 7-Zip oder mit WinRAR. Das werde ich ja verlinken. Also in Packen geht nur mit WinRAR. Aber 7-Zip eignet sich besser zum Öffnen. Und das schließt ihr hier. Und jetzt geht ihr auf den ersten Mod. Ihr löscht hier erstmal den Meta-Inf-Ordner raus. Geht, sagt hier Ctrl A, zieht das rüber, sagt ja. So. Dann könnt ihr Optifine schließen. Jetzt habt ihr Singleplayer Commons und hier alles außer World Edit markieren. Heißt, das war toll. Also ich mache das einfach mit Shift und Häkchen. Und dann ziehe ich das hier rüber. Ja. Als nächstes schließen wir dann wieder World Edit. Und machen jetzt rechts Too Many Items. Also das Ganze, ich sage jetzt noch was dazu. Dann machen wir das gleiche hier. Also ich sage jetzt dazu, ihr müsst hier den Meta-Inf-Ordner unbedingt rauslöschen. Das macht gar nichts, da ist nichts Wichtiges drin. Und ja. Dann müsst ihr jetzt wieder, dann könnt ihr das hier eigentlich schließen. Jetzt macht ihr wieder Windows-Taste und R. Dann habt ihr hier App da. Das war wunderbar. Wunderbar. So, jetzt gebe ich es ein. Prozent. App. Da. Da. Fragezeichen, geil. Prozent. Ach so, das D immer groß. Gut, App Data. Ach so, ich habe ein Unzeichen gemacht. Auch schlau, auch schlau. Auch ein cooles Zeichen, ja. Ich habe außerdem auf die 6 gedrückt. Ja, jetzt findet er es. Und hier geht jetzt auf Minecraft. Und dann in den Versionsordner, sage ich. Hier zieht ihr dann einfach die World Edit Jar rein. Und ganz wichtig, erstellt ihr euch einen Bin-Ordner und tut einfach die World Edit rein. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber bei mir ging es nur so. Jetzt startet ihr Minecraft, das andere Video ist leider fehl geworden. Also, dann geht ihr hier auf New Profile. Dann hier Name. Name Test. Test, 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 Test. Ja, dann nehmen wir das, was wir eben erstellt haben und machen das hier an Game Directory, dann auf Save Profile und jetzt wählt ihr jetzt auch aus. Wo ist es jetzt? Was war das? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Test. Jetzt starten wir Test. Und es geht mit einem Texture Pack nicht zum Beispiel. Mit Rage Mode geht's nicht. Mit Vertex Fenver geht's nicht. Da müsst ihr. Vertex Fenver funktioniert aber trotzdem mit einer Mod. Nämlich mit der. Oh, wie heißt sie? Jetzt seht ihr es natürlich nicht. Jetzt habt ihr einen schwarzen Bildschirm. So, jetzt seht ihr es. Vertex Fenver funktioniert mit Singleplayer Commons allein. Das werde ich aber auch nochmal zeigen. Irgendwann. Ja, ihr müsst 5 Likes schaffen. Dann mache ich weiter. Und ja, jetzt geht ihr in die Welt. Ich gehe jetzt wieder in mein 3D-Gear, wo ich ja gestern das letzte Bild hochgeladen habe. Und come on, come on, come on. Hier seht ihr jetzt A New Optifine Version is a while. Ah, oh Gott. A while Label oder so. Es verschwindet immer so schnell. Das ist nämlich die HD-UC4. Also Ultra C4 HD. Und jetzt Singleplayer Commons 4.9 Doppelpunkt zweimal den schrägen, dann Bit.ly, dann wieder schräger Singleplayer Commons Mod. Gut, jetzt kann ich hier auch nochmal schreiben. Tja, wo ist denn Too Many Items? Es ist installiert. Und hier könnt ihr jetzt einfach Fleisch holen. Fleisch.
Und hier ist einfach Braten ist mmh, lecker. Ich gehe jetzt doch in eine andere Welt, weil. Naja. Gehe in die Schattenwelt, die ist geil. Da kann ich das eher so meine Rumprobiere-Welt. Hier gibt es jetzt einen /Warn. Da zeige ich euch nämlich Singleplayer-Comments einmal. Ein Befehl hier einmal rechts. Und hier einmal zum Beispiel das. Und dann Set Grass, dann fällt es auf. Nein, oder Z43. Z43. Und ihr seht, hier ist das alles zu Soulslabs geworden. Ihr könnt es natürlich auch wieder durch Eisen ersetzen mit. Einmal hier anklicken. Einmal da anklicken und dann hier Set Iron. Irgendwie hat sich Singleplayer Commons gerade um einiges verbessert. Früher habe ich immer den ganzen Block hier abgebaut. Jetzt muss man den nicht mehr abbauen. Jetzt kann ich hier einfach Z eingeben und aber richtig natürlich. Geil. Das ist geil. Ich setze hier gerade rum. Z-Iron. So. Also, wenn ihr Fragen noch habt, schreibt es in die Kommentare. Ich mache jetzt. So. Jetzt geht's ab. Schleimball. Hey. Also einfach mal weg. Jetzt bereite ich mich vor auf das große Battle mit too many items. Und dazu muss ich erstmal, ja, too many items. Hier einfach im Creative Mode. Und im Creative Mode werden hier die Nummern angezeigt. Also ich könnte jetzt ganz schnell mal schauen. Rote Wolle 3514. Ja. Irgendwie muss ich jetzt mal das hier verbessern. Ich brauche eine Wurm. Ich brauche eine Axt. So. Axt ist hier. Jetzt einmal hier anklicken. Also bei Gras nicht. Nur bei Eisen. Weiß ich nicht. Kopiere ich nicht. Ja, geil. Die kann ich immer noch genauso scheiße abbauen wie vorher. Aber mache ich jetzt Iron. Ja, toll. Eisen hier. Eisen. Eisen. Dann klicke ich hier einmal an. Mit First Position. Irgendwie war es eben ein Bug. Oder ein geiler Bug. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch einfach Post 2 eingeben. Post 2 und dann einfach mal Z0. Z0. Wehe, das Wasser bleibt. Das ist doch der Witz. Das ist der Hammer. Hallo? So, und dann. Ich mag nämlich dieses Scheißwasser hier weghaben. Und jetzt. Hilfe, da kommt er. Einmal Survival Mode. Hey du. Schleimiger Schleim. Oh, die Babys. Ah. Weiß gar nicht, wieso die hier gespawnt sind. Ich habe noch zwei Leben. Wow. Die kriegen alle Kinder. Gut, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Also Optifine ist auch installiert. Ich kann den Skeletten nochmal rüberschauen. Die machen gerade Abredungsparty. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Aber erstmal Creative Mode. Können Sie mich nicht nerven. Auch nicht du. Baby hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und ich mache sie mal Tag. Time, Day.
Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Dann würde ich sagen, tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal.